Wenn du hier was riskierst, du bist keine Dilti-Legende, du bist das Mittier der Mittiers. Wisst ihr, der Typ ist schon so lange mit hier, darüber Witze zu machen, ist schon fast taktlos. All seine Gegner zogen an ihn vorbei, er ist wie das Kind im Bällebad, das niemand abholt. Ich mach's genauso wie die MCs vor mir. Um zu zeigen, dass ich's drauf hab, wird erstmal Robin zerfickt. Aber nein, das hier wird kein Hollywood-Shit, in der man eine Bestie bekämpft, die deine Knochen zerbricht, um zu zeigen, dass man ein Warrior ist. Nee, das hier ist mehr so, klick alle Bilder mit Straßenschildern an, um zu zeigen, dass du kein Roboter bist. So krass, Digga, warte mal. Du hast Wahnvorstellungen, das geht ja gar nicht klar. Meine Freunde sehen meine Gegner und fragen nach. Yo, Digga, Tim, ist das jetzt Battle Rap oder ein freiwilliges soziales Jahr? Shit, diese perverse Ziege. Ey, die Alte ist so hässlich, da zerspringt sogar der Meeresspiegel. Diese verkackte Braut hat so viel Hack im Bauch, sie muss jeden Morgen um 7 scheißen. Doch steht es um 8 Uhr auf. Aber Mars B gibt sein Comeback! Yeah! Der Killer im Game. Das ist dein drittes Match in 7 Monaten. Chill mal dein Leben. Aber die haben dich vermisst. Was hast du, Scheißhund, gemacht? Ich war währenddessen hier und habe Leistung gebracht. Ich habe auf die Battle-Szene so einen Einfluss gehabt. Wegen meinem Diss hat Eminem ein gutes Album gemacht. Afrikaner gegen Asiaten. Digga, mach hier bloß keinen Schwanzvergleich, denn es geht hier um die Ehre, um geistige Überlegenheit, ich muss es dir erklären. Lieber habe ich ein großes Gehirn, um dich jetzt hier zu lehren, denn ein großer Penis kann dein Kontinent bis heute nicht ernähren. Schuhladen und meint, er hätte gern Flip-Flips. Verstehst du nicht, ne? Ist so hoch für dich, so wie ein Tisch, Bitch. So hoch für dich, so wie ein Hängeschrank. So hoch für dich, so wie eine Fensterbank. Am Kippenautomaten kauft er immer nur Peter Stäubesand, denn da kommt er mit den Händen dran. Spasti, der Typ gehört ins Heim. Digga, du bist kein Wunschkind, du bist ein überhörtes Nein. Denkst du ernsthaft, du fickst mich in meiner eigenen Heimatstadt, machst mich mit deinen zweitklassigen Reimen platt, brätst mich in meinem eigenen Saft und schickst mich heim in einem Leichensack? Nein, du Spaß! Junge, es gibt nicht viel, was ich mit dir gemeinsam hab. Das Einzige, was ich an Bayern mag, ist Kaiserschmarrn und der neue Beamer, der an meiner Einfahrt parkt. Und ja! Ja, meine, und ja, ich weiß. Kaiser Schmarrn ist größtenteils aus Österreich, aber ich gebe einen Scheiß, ich hab's trotzdem gesagt, weil sich's böse rhymt, Mutter. Da gibt's doch nicht mehr so eine Scheiße von dir wie: Am Anfang tat ich harmlos auf dich wirken. Ja. Das tatest du. Und das tust du immer. Tatest du und das tust du immer noch, weil du sehr schlecht rappen tust. Und wen willst du hier beeindrucken, wenn du selbst die Grundregeln der deutschen Grammatik brechen tust? Haha. Und du hast offensichtlich hart zu kämpfen mit Artikulationsproblemen. Deswegen. Offensichtlich hart zu kämpfen mit Artikulationsproblemen. Deswegen sagten dir die Logopäden, du sollst langsam und gehoben reden. Der Navi, das Para sich verdient, Pharmaindustrie. Sag mir, Mäus, wie kann es sein, dass ihr euch mit dem Leid der Menschen eine goldene Nase verdient? Verseucht mit Monsanto-Produkten die Menschheit, macht sie krank, damit bei euch das Bare einfließt? Oder ihr erfindet Medikamente gegen Krankheiten, die es gar nicht mal gibt? Ihr spielt mit der Sorge von Eltern, propagiert Impfungen gegen Kinderlähmung und Tetanus, doch das ist alles Fake-Shit. Stattdessen gibt es Quecksilber und Aluminium in den Adern kleiner Babys. Ja, es geht nur ums Pilz und Cash, nur um das verfickte Geld. Ihr sitzt in euren Laboren, schafft irgendwelche Epidemien und lässt sie aus.
sprechen in der dritten Welt und werdet dann reich und werdet dann reich durch Antibiotika und Virustratika. Das Resultat ist dann Ebola und Malaria. Und warum sonst ist die Wurzel aller tödlichen Krankheiten immer in Afrika? Ich kann euch sagen. Benno, Rapper, bumsen können wir beide. Aber meine Lines schnippen die Kippe danach in die Nacht und entschwinden melancholisch pfeifend durch den Fahrradkeller. Deine Lines haben ihre Zahnbürste mit, bleiben bis zum Frühstück und fragen, sagst du die oder das Nutella? Du bist so ein dümmlicher Bengel, ich brauch nur 2 Minuten mit dir reden und hab 5 neue Engel. Allein wie künstlich du actest. Mann, das stört schon extrem. Wie ein Reptiloid, der noch nicht weiß, wie man den neuen Körper bewegt. So fahrig, so verklemmt, so ein richtiger Neurotiker. Der Mund schreit Bars, der Rest schreit, ist bei mir der Ofen an. Ey, weißt du, warum Top-Tiere ungern gegen Newcomer antreten? Weil man es als unbeschriebenes Blatt immer leichter hat. Du brauchst dir bloß eine drittklassige Cynic-Anspielung zu bringen und die Leute feiern das. Ey, wenn Jarambo zu mir sagt, ist ein bisschen hart, oder? Ja, dann kennt das jeder. Ey, wenn Zetschke zu mir sagt, Gegenfrage, du Penisnase, stört dich, wenn ich meine Regel habe? Ja, dann kennt das jeder. Aber wenn ich zu dir sage, ich bin der Pfadfinder im Schlafzimmer, dann bleibt die Masse halt stumm. Ich meine, das hast du auch nie gesagt, aber genau das ist mein Punkt. Also worüber wird Hip-Hop Henry heute rappen? Ey, du bist so individuell, dein Hobby ist Freunde treffen. Du bist immer verkrampft und wirkst nur dauernd vernünftig. Dein Auftreten künstlich, Hauptsache du bist sauber und pünktlich. Doch erledigst du dann fleißig deine Aufgaben gründlich, kreist über dir eine fette Taube mit Dünnschiss. Mann, wenn ich on fire bin, kann man ihn heulend erleben wie Feuersirenen und nach dem Junkers Part wird die Junction Bar dem heutigen Festsaal Kreuzberg ähneln. Ganz ehrlich, jeder Mann, der mit deinem Leben komplett unzufrieden, denn Joe MC kann höchstens bei einer Romy-Party mal eine Nummer schieben. Doch ich hab Mitleid mit dir, denn Sex bleibt nicht nur eine Fantasie. Denn du bist weder optisch attraktiv noch maskulin. Doch ich bin weiß Gott kein Unmensch und deswegen hab ich noch ein Geschenk für dich, bevor du Bastard stirbst. Das hier sind die einzigen Titten, die du mal aus nächster Nähe betrachtest. Und ich garantiere schon mit dem ersten Part wird Rob zerstört. Du abgefuckter Broker-Nerd. Digga, dein bestes Kleidungsstück ist dein Abi-Motto-Shirt. Bald eine Reaktion, ne? Dicker, bei deinem magersüchtigen Anblick platzt sogar Kate Moss vor Neid. Ey, Dicker, Moment mal. Dich Dicker zu nennen ist echt paradoxer Scheiß. Ich nenn dich anders, ich nenn dich dünner. Pass auf, check dich selbst, dein abgezehrter Körper und dein pepzerfressenes Drecksgesicht. Wenn ich ein Schwarz-Weiß-Foto von dir schieße, sieht das aus, als hätte ich's im KZ geknipst. Dieser, ein Tobias pöbelt diesen Ilhan von der Seite an. Doch ein Tobias schert nicht alle Ilhans über einen Kamm. Ein Tobias führt dich vor und das wird monumental. Ein Tobias zeigt dir Trottel deine Doppelmoral. Denn auf der einen Seite stehst du für die Revolution mit Bandana in der Fresse auf einer Demonstration. Auf der anderen Seite gibt es dich als Facebook-Person, wo du tatsächlich so weit gehst, mir auch mit Schlägen zu drohen. Und ich hab da mal eine Frage. Machst du sowas nur, weil ich einen Allmann-Namen trage? Ha? Weil ich aus einer Kleinstadt komme, einer schönen kleinen Dorfgemeinde? Sag mal, Ilhan, hast du etwa Vorurteile? Weiß ich aus eigener Erfahrung. So, ich habe auch nicht so viele Haare, aber das ist nicht tragisch. Aber du bist unansehnlich und unsympathisch. Erinnerst mich an Charlie Brown, weil in deinem Kopf gefühlt nur ein Haar ist. Und Digga, du bist nicht der Große, nur weil du kahl bist. Und während man diskutiert,
euch, wie wir das machen. Ich zitiere mal ein paar von seinen Lines und ihr versucht dann nicht zu lachen. klingt voll schwer, ist auch fast nicht zu machen. Pass auf! Denn der reimt so Sachen wie MC Mike, Alter, eine Zeile reicht und jeder Verbrecher meldet sich freiwillig beim Zoll. Digga, kannst du mir erklären, was die Spastis da wollen, Alter? Ich meine, wollen die da ein ausländisches Kennzeichen anmelden oder nur ein Paket von Übersee abholen? Was du meinst, sind die Bullen, Alter. Ja, ist doch egal, Alter, aber das wird immer wacker. Der sagt auch so Sachen wie 7 bis 8 Minuten, um das zu checken. MC Mike, ich rappte 7 Jahre wie verrückt, ohne was zu essen. Am Stück, Brudi? Das ist lebensgefährlich. Aber eigentlich wollte ich ja gar nicht sowas bringen. Ich wollte eigentlich ein fettes Mario Kart Ski machen, wo ich irgendwelche Sachen sage, wie, dass ich wie ein Kugelwilli bin, weil ich alles auf meinem Weg zur Spitze zerfetze. Aber dann dachte ich mir, was soll ich einem Typen über Mario Kart erzählen, der sich sogar von einem Pilz bremsen lässt. Wenn ich meinen Stift spitz, dann heißt das immer noch, ich gucke im Schneidersitz kiffenden Zeichentrickfilm. VT trimmt sich, joggt auf der Metaebene an mir vorbei, während an meiner Bude vorbei, während ich drin sitz, sieht Licht, erkennt das Flimmern vom Bildschirm und als sich unser Blick trifft, schreibe ich mit meinem Finger auf die von Mikeshs Atem beschlagene Scheibe: Fick dich! Sag mal, ist dir das nicht peinlich? Aber nein. Wenn ich mal so genauer hinschaue, da bin ich fast schon neidisch. Würde mich kaum wundern, wenn Lord Voldemort sich bald bei dir meldet und fragt, ob dein Hinterkopf noch frei ist. Und wenn du dir jetzt denkst, eine ganze Runde über meine Glatze, das wird jedes Mal gesagt und das finde ich voll schade, und dann komm doch einfach nächste Mal mit Haare an. Ja, Mann, true story. Der offizielle Jarambo-Schirm, doch Jungs, Mädels, ihr dürft nicht lachen. Das ist kein Standardschirm. Mann, das ist modischer Gangster-Stuff. Bezogen mit todsicherem Teflonlack, der sogar standhält, wenn der Mond in der Ghetto kracht. Seite ist auch beliebt bei den Ladies. Ey, das Ding fühlt sich so soft an wie die Stirn eines Babys, weil sein Stoff passt so dünn wie der Bizeps von Mayfield. Seit ich den Schirm hab, knall ich alles weg und dafür vielen lieben Dank. Und auf deine Runde bin ich jetzt übergespannt. Schade, dass man Bier nicht ficken kann. Shit, das ist wirklich richtig krank. Denn du kannst das Bier nicht ficken. Nein, das Bier fickt dich, du Punk. Oh. Tobi, guck dich doch mal an. Du bist auf dem besten Weg, verwahrlost in der Gosse zu sterben. Denn deine Freunde sind zwar alles Lappen, doch helfen dir nicht dabei, trocken zu werden. Und noch einmal. Der Rap am Mittwoch. Zum allerletzten Mal wähle ich dieses Ende, da ich es ab jetzt nicht mehr brauche. Mann, ich hab's euch allen gezeigt, ich seh's live in den Augen von tausend. Respekt kann man nur verdienen und nicht kaufen. Gestartet als Letzter, ich stand knietief in Jauche. Heute die Eins und meine Message nach draußen. Ich flieg wie ein Schmetterling, doch bleib im Herzen die Raupe. Ich hab dich gefickt, ihr seht's an seinem Blick. Also halt weiter schön brav die Schnauze. Und jetzt gib mir mein Gürtel, mach dein Auto warm und dann fahr mich nach Hause. Yeah.
Schattenvisage. Als ich ihr das erste Mal ins Gesicht gesehen habe, konnte ich Wochen nicht schlafen. Ey, weil sie jeden anwidert. Sobald man sie ins Gesicht ansieht, man. Als Nemo sie gesehen hat, ging er nach Hause und schrieb dann den Song Papa, ich schwör nie wieder. Mach Lärm für die Runde von David Jones! Berlin! Kein Zusammenhang, der Bezug verwaschen, als würdest du selber noch ein scheiß Bettnässer sein. Und ich hab immer das Gefühl, in den Runden stirbt etwas noch, bevor es rauskommt. Da könnte ich ja glatt wieder das Abtreibungs-Team aus dem Battle gegen Eckert recyceln. Halt dir mal die Ohren zu. Alles gut. Aber keine Sorge, Leute, ich rap jetzt nicht andauernd von Abtreibung. Aber die Referenz hat hier perfekt gepasst, denn ihn zu battlen war auch eine sogenannte aus dem Bauch heraus Entscheidung. Als Vorbereitung muss ich ja wieder ein paar Battles von dir schauen und jeder, der mich und meine Arbeit kennt, weiß, ich schaue gerne mal genau hin. Was mir da auffiel, das konnte ich kaum glauben und brachte selbst mich zum Staunen. Digga, bin ich echt der Erste, dem auffällt, dass du aussiehst wie ein Daumen? Dein Hauptangriffspunkt gegen MC Goyner in den drei Runden war, dass er fett ist. Wie müde ist das? Junge, du pseudo-wütender Spaß. Kein Wunder, dass deine Analyse nicht klappt. Du bist ein 19-jähriger Goldkettenträger aus einer behüteten Stadt. Du hast die letzten 2 Jahre Clubfotos mit Wodkaflaschen gemacht. Der Gutmensch, der auch von Mülltrennung rappt, ne? Was nicht? Real Talk. Ey, was ne Scheiße, Doc. Denn wenn du wirklich Mülltrennung betreiben willst, geh zu Rheinberg Nord. Ja, da ist es. Ja, da ist es gar nicht ganz so leicht, sich ficken zu lassen. Der ist so ein krasser Öko-Umwelttyp, der isst nicht mal Katzen. Ja. Gib's ruhig zu, Tao. Nach einer Line von mir bist du leicht verwirrt. Und wenn ich sag, ich schmeiß mich weg, willst du wissen, wo ich mich einsortiere? Story mit Bumerangfilter. Junge, du bist das Einzige, was Charambo süßer findet als Ultraschallbilder. Understand, wenn ich komme, schlägt die Kirchenuhr 3x6, denn meine Texte klingen, als hätte geiler Sex, geilen Sex mit geilem Sex. Junge, ich versuche mich in meinem Leben durch jeden Tag durchzuboxen. Und das hier ist Tim. Seine Welt ist heile, weil sein Vater kauft ihm Markenklamotten. Und jetzt steht dieser 19-jährige Pisser da und ich frage mich nur, was will er denn von mir? Dicker, du kannst froh sein, wenn ich deinem Vater nicht vor seinen BMW springe und die scheiß Versicherung kassiere. Mehr Fame, willst du mich verarschen? Du hattest einfach nur großen Schiss. Du weißt ganz genau, wer Yoshi ist. Bitch, I'm the boss in this. Weil diese Fotze mittlerweile mehr grünes kifft als Popeye frisst. Glaub ich, haben das ganze Ort in Splits plus seine leicht kognitiven Störungen langsam wirklich seinen Kopf gefickt. Junge, du wolltest nicht, aber kriegst als Gegner trotzdem mich. Denn der Lyriminati-Lobbyist hatte dich die ganze Zeit in der Hand und führte dich aufs Glatteis, als wärst du sein Hockeystick, Bitch. Was für mehr Fame. Leute wissen, ich bring Intelligenz und dope Skills manifestiert in Wort und Schrift. Du bringst höchstens das Niveau eines hohlen Witzes in einem grob gekritzelten Comicstrip. Junge, ich bin die hochequipte SSD-Festplatte des Battle Rap. Du höchstens die hängen gebliebene, schlecht kopierte, endlos verwirrte Floppy-Disk. Zu ficken? Aber wenn die Bitch schon an meiner Haustür klingelt, um sich bumsen zu lassen, dann ist Loch gleich Loch und ich sehe drüber hinweg, dass die dick ist. Eben über die Schlampe drüber gerutscht und mit deiner Primatenfresse die Bühne geputzt. Du Netzattentäter, du Rap-Wasserträger. Ja, ich hab gegen Mike verloren. Deine Mutter hat dich zur Welt gebracht. Ey, Menschen machen Fehler. Du denkst wirklich, du kriegst hier heute den goldenen Preis und eine Holde Mai? Ich sag heute nein, denn du trägst eine Brille, obwohl in deinem Leben nie die Sonne scheint. Hinter deinem Stolz steht Leid, Groll und Neid. Du wolltest eine Rolle sein, doch hörst hier alle Leute schreien, zieh endlich diese Brille ab, denn was zum Teufel soll der Scheiß? Und ein Sorry vorweg an
an jeden Pazifist für den makaberen und schwarzen Shit, der den Versager ins Nirvana schickt. Und glaub nicht, ich bring zum Battle Gnade mit. Ich geb den harten Tritt oder schlage dich mit ner geraden Bitch, so dass deine Nase bricht. Und falls mein Haken in deinem Arschgesicht ins Schwarze trifft, schickt er dich, wenn du nicht allabendlich auf dem Straßenstrich am Blasen bist, dahin, wo dein Vater schon seit Jahren ist. Ich komm mit Dathan Young und Aramis. 3 Tage dich total bekifft auf Cannabis. Mr. Miyagi-Shit, gib den Kranich-Kick wie Karate-Kick, der macht, dass du deinem Vater triffst. Yeah. Im Jenseits angekommen, siehst du ihn alleine in der Ecke liegen vor seinem 10. Tequila. Fängst an zu weinen, wirst gekitzelt von deinen eigenen Tränen am Kiefer. Rennst mit ausgestreckten Armen auf ihn zu, sagst, endlich sehe ich dich wieder. Und kurz bevor du seine offenen Arme erreichst, belebe ich dich wieder. Ja, Mann, Alter, seine Kopftuchmutter ist echt der übelste Stalker. Ja, oben Mekka, unten Mallorca, Alter. Und ich erzähl keine Scheiße, die spreizt die Beine. Ich finger sie an deinem Geburtstag, geh zu deinem Kuchen, pack da rein und sag meine Keime. Im letzten halben Jahr war ich mit so einer fucking Gang unterwegs, als wäre ich so ein fucking Gangster. Und ich meine nicht so Hänger, die man von der Straße kennt, ich meine richtig fucking Gangster, die hier und da nicht nur kleine Dinger gedreht haben und die nie jemand gecasht hat, bis zu diesem einen Tag, an dem sich schließlich alles ändert. Denn unterwandert von Snitches ging plötzlich immer mehr schief. Ey, und nur aus Loyalität zur Fam bin ich da drinnen geblieben. Ey, es wird zu weit gehen, hier Details vom ganzen Elend zu droppen, aber am Ende hat es meinem besten Freund das Leben gekostet. Ja, deswegen hatte ich für diesen Rap-Scheiß hier nicht viel Zeit, denn ich habe jetzt eine Fam daheim, die schwer verzeiht und der ich mich erst beweisen muss, indem ich Verlässlichkeit und Stärke zeig. Aber jetzt bin ich durch mit Red Dead Redemption 2. In Kontakt waren, war ja, weil du mal einen Post auf Facebook gemacht hast, dass du theoretisch mal Bock hättest, so ein Battle zu machen. Also ja, so ein A Cappella-Battle. Und hast dann so ein paar Names gedroppt. Also und auch so gesagt mit Schiefgebrüll im Hintergrund von mir aus. Ja, ja, definitiv. Was waren das denn so für Namen, die du da so im Kopf hattest? Ich glaube, ja gut, das war zu einer Zeit, da hatte ich gerade mein Album rausgebracht und das ist natürlich wieder durch die Decke gegangen, wie Feuerwehrmänner. Wie fast jedes Album. Ja, ja, aber da war natürlich wieder dann das Selbstbewusstsein meinem Boss wieder natürlich aufgetankt frisch. Ne? Und da hat er natürlich wieder weit aus dem Fenster gelehnt.